Dann haben wir jetzt Nacht. Wissen jetzt auf jeden Fall, was hier abgeht. Da ist was drin, das weiß ich ja, ja. Okay, dann würde ich sagen, hier rein. Hier rein. Infanterie hier hin. Bei Nacht. Blau. Ja, gut, langsam Spritprobleme. Was bringt mir das, wenn ich einen Angriff führe und krieg Verluste? Gar nichts. Komm ich hier hin? Okay, das können wir machen. Tigerpanzer. Ja, freuen wir die Mine, sehr schön. So, Artillerie wird nachgezogen. Panzerzug. Okay, jetzt sind in der Versorgung, das ist schon mal gut.
Ja, würde ich sagen, prüf das. Okay, ist in Ordnung. Also bitte, ja, es ist Nacht. Das heißt, ihr macht das hier, ihr hier unten macht das, ihr macht das und ihr geht dann hier so hoch. Und ihr hier drauf, ihr geht hier drauf und hier, hier. Und dann sollte das klappen. Sollte. Mal gucken, das müssen wir mal gucken, ob da was drin ist, das werden wir sehen. So. Im Wald gestellt, das ist ganz gut. Was du da machst, keine Ahnung, aber ja, könntest was Sinnvolleres machen, aber ja. Wir starten hier oben, ja. Als erstes brauche ich hier meine Aufklärung. Schon mal gut. So. Hier mal nix. Du machst das. Der Mörser hier rein. Moment mal, warum hast du dich jetzt nicht für... Hä? Du warst doch da drin, warum bist du da hoch? Warum hat der Panther sich da oben jetzt bewegt? Ey, das sind Dinge, das gibt es doch nicht. Ey, sowas regt mich auf, wenn ich so eine Steuerung habe, die wo es einfach denkt, ja, es ist, mach was ich will nach dem Motto. Ich hab mich gar nicht bewegt. Was soll denn die Scheiße? Ich hab da eine Mine gesucht. So, dann habe ich das gemacht. Dann habe ich hier die Mine geräumt. Verdammte Scheiße, so. Wissen wir eh, wo der Scheiß hier ist, also ist egal. Du holst das hier. Das Gebiet hier, auf.
Aufklärung. Fällt dir nichts mehr dazu ein? So, hier eins zurück. Dann kann ich auch hier hingehen und das machen, oder? Ja. Läuft der Vormarsch, ja, der Mörser. Aufpassen wohl, irgendwie. Legt man das Spiel hier Gefahr an? Okay, von hier ist Gefahr, ja. Aber hier nicht, okay. Der kommt da eh nicht raus. Ja. So, dann komme ich nämlich jetzt auch an den Tiger daran. Und tschüss. So, die Artillerie hierhin. Und hierhin ist in Ordnung, ja. So, dann kommen wir zu dir langsam. Bringt gar nichts. Ja, es bringt nichts, einen Angriff zu führen, wenn ich da keine Chance habe. Bringt auch nichts. Sag mal, was ist denn das hier für eine drecksrussische Luftwaffe? Die ist ja wirklich abartig schlecht. Das ist ja nicht nur ein bisschen schlecht, das ist ja abartig schlecht. Ne, ich kann mit dieser russischen Luftwaffe nichts anfangen. Also keine Ahnung, was die Entwickler sich da gedacht haben, aber eine Luftwaffe so zu gestalten, nee, wir sind im Jahr, wir sind 43, ja, also irgendwann ist Schluss mit dem Käse. Weil das wirkt jetzt echt ein bisschen lächerlich. Nö. Jetzt haben wir wenigstens mal das da. So, hier oben. Der Kram. Hier durch. Das machen die da. Ja. Die unterstützt sie mit Artillerie und allem, ja. So, jetzt sind wir hier unten. Ich guck mal, ob ich die aufklären kann, damit ich da wenigstens ein bisschen was sehe, ja.
können wir. Der Tiger. Okay, ich fahre da jetzt durch. Wunderbar. Das war doch schon mal ein guter Start. Der ist hier unten aber sowas von zäh, ne? Das ist ja Wahnsinn. Problem ist da unten die Flak. Da muss ich was machen. Sturmgeschütz, wo ist das? Hier. Sechs Sturmgeschütz, dass du da rankommst. Nein, oh, komm. Der Zug natürlich auch nicht. Moment, wir gucken mal, ob wir. Das müsste doch eigentlich klappen. Hierhin. Ja, geht. So, das hätten wir. Wir sind hier unten. Es hat geklappt. Hätte es nicht gedacht, aber es hat echt geklappt. Okay. Dann ist es eigentlich jetzt nur noch da oben, das, wenn man es genau nimmt, ja. Und dieser scheiß Jäger. Ich musste was mit der Luftwaffe einfallen lassen, die Erfahrung holen. Ich hoffe, dass ich die jetzt kriege, aber pff, das kann man nachher machen mit dem Befördern. Das eilt nicht. Also, die Luftwaffe ist wirklich ein Kraus. Ja gut, viel Sinnvolles macht ihr eh nicht mehr, ne? Nö, war zu erwarten. Das war ja auch zu erwarten. Ah, Mist, da war was drin. Okay. Ach, das ist so uninteressant, der Bunker. Interessiert mich nicht. So. Schwerer Panzer. Ja. Jupp. Komm ich? Nee, komm ich nicht ran.
Okay, du hast schon geschossen. Wie ist denn das, wenn ich hier reingehe? Ich komme an den da hinten nicht ran. Ja, komm. Zack, und schon lohnt sich's. Perfekt. So, hier oben. Okay, da ist nichts groß. Den Zug mal nach hier bringen. Sturmgeschütz. Vielleicht schaffen wir es sogar. Hier müsste ich, ja. Das dürfte sogar reichen. So, perfekt. Hier nach oben. Hier nach oben. So, Luftwaffe, das müssen wir jetzt gleich machen, egal wie. Was haben wir hier noch drin? Keine Artillerie, nix. Schon mal. Oh. Ja. Okay. Ja, komm mal, Mann. So, dann. Müsste das klappen. Jetzt müssen wir da was machen. Das kann ich jetzt nicht mehr so. Gut, das ist schon mal ein Anfang. Heartland is grounded forever, Comrade Zhukov. Excellent, Comrade Rogosovsky. Make me a list of the heroes that helped bring him down. I'll make sure they're rewarded. Wie kann man bitte so ein bösartiges Ding machen? Und dann hast du noch eine Luftwaffe, die es nicht auf die Reihe kriegt.
Okay, wir haben die Mission fast durch, ja. Die Flaggen hier noch, ja. Komm mal her. Also im Großen und Ganzen, die Mission ist nicht schwer, ja. Also sogar die Bonusziele waren relativ easy. Also muss ich wirklich sagen, bis auf diesen Hartmann, ja. Aber ansonsten, ja, die Mission ist halt, die Schwierigkeit der Mission, würde ich sagen, ist, du darfst nicht trödeln, ja. Wenn du hier umtrödest, kannst du Probleme kriegen. Das ist so mein Fazit. Oh, es ist Nacht. Okay, was haben wir hier? Ja. Achso, der ist hier von mir. Oh, habe ich ja schon gecapped. Okay. Hä? Was denn? Achso, das ist eine Mine. Ja, bin am Überlegen, jetzt zu überspringen. So, die Luftwaffe kann rein. 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 So, was rein kann. Schicken. Ich sehe jetzt da keine Verwendung mehr. Nee. So. Kommst du da hin? Ja. Weißt du was? Ja, wir machen das in der nächsten Runde. Überspringen, weil es die Nacht hört. Hallo? Man könnte es jetzt machen, wenn ich jetzt hier mit voller Wucht da rein will. Ja, wäre möglich, aber pff, Quatsch. Uninteressant. Ich meine, hier passiert nichts mehr, das siehst du ja. So, hierhin, Artillerie. Hätten wir dann alle Ziele? Hier, ja. Ja, dann fehlt eigentlich nur noch das hier. Minoräumen. Da hat er ordentlich was, hat er ordentliches Minimär hingelegt. Das kann man sagen. Upsi. Okay, komm. Thanks to the heroic efforts of our officers and soldiers, we managed to hold the enemy. We crushed the Germans at Kursk, Comrade Vershilov. This victory will go down in the history of our glorious motherland, Comrade Zhukov. I'm sure Comrade Stalin will agree. Get your dress uniform ready. Soon. It will have new medals pinned on it. The Battle of Kursk shall go down in history as a monument to the military power of the Soviet Union. We showed not just the Germans, but the entire world that we could demolish any foe. I am pleased with you, Comrade Zhukov.
Come see me in Moscow. Your great achievement will be recognized. And then we must discuss our further plans of action. So, Leute, wir haben's. Ich mach kurz weiter und dann gehen wir kurz die Orten durch. So, Leute, also Kursk ist durch. Ich fand die Mission jetzt nicht schwer. Sie ist zeitlich, könnte sie ein Problem werden. Also du darfst nicht trödeln, sondern dann kann es ein Problem werden, ja. So. Dann gehen wir mal. Also, wie gesagt, sie ist nicht schwer. Die Nebenmissionen sind meiner Meinung nach halt auch einfach. Moment. Ich schicke mal ganz kurz vorsichtshalber meine Luftwaffe zurück. Also wie gesagt, die Zeit könnte hier das Problem sein. Wenn man halt trödet, sollte man in keiner Mission. Ansonsten, Nebenmissionen waren einfach bis auf den Hartmann, also russische Luftwaffe, das ist ein Albtraum. Für mich ist das gerade ein einziger Albtraum. Ja, ich hoffe, dass ich die Luftwaffe in der nächsten Runde setzen kann. Also hoffe ich echt. So, Armee-General-Anzahl der Kommandopunkte 46. Night King Quartz of the Mars, okay. Plus eine Hard-Crew-Verteidigung, ja. Dann haben wir den Orden of Suvorov, erster Klasse. Minus 5% Nachlass bei Anforderungen von Sturmgeschützen, okay. Gut, dann gucken wir mal, was wir jetzt hier zu sehen bekommen. Ja, war ja ganz nett. So. Wow, ordentlich Prestige. Okay. Wir gucken mal, wo geht es als nächstes hin? Es geht zur zweiten Schlacht von Kiew. Ah, okay. So, gibt es hier irgendwas? Ja, bitte der Fabriken. Nee. Baris gefallen. Nee. Hier ist auch nichts Neues. Gut, Leute, das war's von der Schlacht von Kursk. Ja, wie gesagt, hier könnte das zeitliche Problem oft sein, vielleicht, wenn man ein bisschen trödet. Und ja, der Hartmann, der ist übel. Thema Luftwaffe, da muss ich echt gucken, was ich da mache. Ich hoffe, dass ich die nächste Stufe da jetzt machen kann, die Luftwaffe dann mindestens mal 2 Sterne alle haben, weil das ist ein einziger Chaos. Das ist ein einziger Chaos, was da gerade abgeht. Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.